Radiant Team Ban. So, und wir sind wieder zurück. NASL Thinkfast Razor League in der vierten Gruppenphase von fünf. Somit diesen Samstag das vorletzte Gruppenstage der Teams, wo es um Plätze in den Playoffs geht. In Spiel 2 zwischen Genuine Dota und Team Soersauce können wir dann mal auf das Ranking eingehen. Das ist ja durchaus vorhanden. Wir befinden uns hier in Gruppe C und Genuine sind auf Platz 2, Team Soersauce auf Platz 3. Genuine hat 6 Punkte, Team Soersauce 3. Beide haben 2 Matches abgelegt. Team Soersauce hat schon einmal verloren. Beziehungsweise hier, Unentschieden rausgeholt. Genuine noch nicht. Von daher. Ja, Genuine sind auf jeden Fall hinter Rice Gaming her, die bisher auf Platz 1 sind. Und einen Win hier für Genuine sollte, sichert ihnen auf jeden Fall einen Platz in der, in den Playoffs. Das ist relativ wichtig, aber auch mit einem Loss hier in diesem Spiel, also im Endeffekt ein Unentschieden generell, können sie hier noch in den Playoffs kommen. Es kommt darauf an, wie Team Soersos nachher noch spielt. Und wie einfach die Spiele sonst so für TSS aussehen. TSS bannt hier diesmal Lycan. Kann ich verstehen. Viper und Razor beide von Genuine Dota rausgebannt. Death Prophet ist raus. Ogre Magi diesmal für Team Soersos First Pick. Genuine Dota kann jetzt reagieren, könnten Brewmaster nehmen. Aber erstmal Skyrath Mage. Vielleicht sogar Faces Void hier. Der ja ein bisschen abgefallen ist, aber durchaus noch gut ist. Aber wie gesagt, Brewmaster wäre noch so der Always Bun Air Pick. Und ansonsten müssen wir gucken, was sie kommen. Vielleicht spielen sie hier sogar mit einem Tidehunter selbst. Oder sie gehen für einen frühen Centaur, der auf jeden Fall gebannt wird. Das sind halt so die Möglichkeiten, die durchaus noch bestehen. 5 seconds remaining. Reserve time. Ja, also gehen sie im Centaur, der vorher auf jeden Fall, also später auf jeden Fall gebannt werden würde. Centaur Sky ist eine relativ gute Combo, auch mit Level 6 Mystic Flare ganz gut. Und Centaur ist einfach ein ziemlich starker Held, wo sie auch früh Action machen können. Ähnlich wie der Clockwork eben, wird auch noch ein bisschen mehr teamorientiert. Reingehen Stun und mit Stampede wieder raus. Quasi im ganzen Team. Halt mehr so Pick-Off-orientiert. Mehr Pick-Off-orientiertes Clockwork? Nein, nicht wirklich. Aber halt mehr Hit and Run. Hit and Run und rein und raus. Denn Centaur hat prinzipiell rein Stun, Double Edge und dann ja raus eigentlich. Oder Damage fangen mit Return oder sowas. Wohingegen Clockwork halt auch konsistent jemanden raushält. Was Centaur jetzt nicht tut. Ah, dafür haben sie bestimmt was anderes im Kopf noch so. Tja, Team Soersauce. Ogre gibt ziemlich viele Follow-ups. Könnten die wieder mit Jakiro gehen, was Genuine Dota eben gemacht haben, was relativ gut funktioniert. Wobei ich tatsächlich ja die Plays nicht so mit Jakiro gesehen habe. Dementsprechend auch Shadow Shaman als Pick. Interessant. Lassen wir dann Shadow Shaman sehen. Heavy Control von Team Soersauce. Sehr, sehr viel Control. Einiges in Lockdown. Quasi 3 bis 4 Stunts. Und Möglichkeiten zu pushen. Das ist halt quasi eine Kopie vom Jakiro. Nur mit weniger Damage. Kann pushen, hat Control und hat Damage. Ja. Mal schauen, ob sie hier noch mehr in Richtung Push gehen oder ob sie noch was anderes, was sie sonst so mit dem Shadow Shaman machen wollen. Könnte mir hier vielleicht gut im Iran tatsächlich als Carry vorstellen. Einfach weil so viel Control da ist, dass sie durchaus hier für einen Arrow controllen können. Aber Invoker tatsächlich von TSS gebannt. Hatte ich jetzt irgendwie nicht. Ich hatte erwartet, dass sie den Invoker durchaus in Betracht ziehen, einfach mit dem Control. Shadow Shaman und Invoker ist doch eine relativ starke Combo mit Shackles. Und besonders, wenn man danach noch einen Fireblast hinterher laufen kann, ist es halt wirklich ein geschenkter Sunstrike. Aber,
In den Autobahnen wie ein Gyrocopter. Da haben sie doch ziemlich viel Angst vor. Einfach auch, weil TSS hier immer sehr aggressive Supports pickt, die durchaus fighten wollen und können. Und da ist der Gyrocopter schon ein sinnvoller Ban. Einfach, weil der auch fighten kann. Und vielleicht sollten sie auch einen Wraith King bannen. Einfach, weil das die beiden Supports sind, die am stärksten doch mit einem frühen 15-20 Minuten Teamfight klarkommen können. Ja, ansonsten Void tatsächlich jetzt noch gebannt. Dire Team Ban. Halte ich eigentlich für einen guten Bann. Wäre ziemlich stark, besonders halt auch in die Supports rein. Wir können halt in der Krone relativ wenig machen. Haben halt auch bisher noch relativ wenig AOE und generell, um den Void halt wirklich aufzuhalten. 10 seconds remaining. Außerdem halt immer noch Scarlet Mages vorhanden. Center Warner kann den Rest holen. Stampede nutzt den Void halt auch für die Initiation. Ist daher ein relativ runder, guter Bann. Und Brewmaster tatsächlich noch von Jhin und Dota. Haben sie gedacht, okay, wir wollen ihn nicht picken. Das haben sie jetzt gezeigt, besonders weil sie den First Pick hatten jetzt. Von daher, Brewmaster raus, wollen wir nicht. Und wäre ein ziemlich guter Fighter auch. Besonders mit Brew Split und den Wards am Tower. Dann können sie nicht reinfighten und können sie nicht deffen. Von daher, ziemlich scary, wenn es da durchgegangen wäre. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tidehunter. Aber Tidehunter, doch für Genuine. Ist halt einfach auch zu stark, um ihn nicht zu picken. Dieses Mal für Genuine, aber Tidehunter Cent, okay. Bin mal gespannt, wie sie es lanen. Center Ocarian, vielleicht eine Acro-Lane. Aber gegen Ogre Shadow Shaman Aggressive Kit zu gehen, ist halt auch so eine Sache. Kommt auf den Carry an, der da drin steht. Wahrscheinlich wird das ein Wraith King jetzt sein von TSS, wie ich das einschätzen würde. Könnte hier ganz gut sein. Auch für Genuine Dota könnte jetzt ein Wraith King gehen. Ah, ja. Oder ein Terrorblade tatsächlich. Jetzt mal P-Liken. Hat eigentlich geklappt. Also machen wir jetzt mal Fernkampf-Liken mit Terrorblade. Außerdem ja, mit der Ravage. Ah. Nicht sicher, könnte aber vielleicht ein cooles Terrorblade-Spiel sein. Vielleicht sehen wir auch mal Legion Commander. Mal gespannt, es kann auch einiges da sein. Bristleback von Team Soesos, okay. Haben sie offline gezeigt. Es dürfte relativ schwer sein, Down zu bekommen. Ravage Mystic Flare, ja. Wobei, von welcher Seite aus macht Mystic Flare seinen Damage? Mechanics. Aber ja, man hat auch gesehen, es ist relativ wenig Damage da. Mit einer, entweder ja, gegen das Team eine frühe Pipe. Sollte das eigentlich soweit okay sein. Und dann haben sie gesagt, okay, lass uns Bristleback gehen. Witch Doctor. Ah. Gegen Bristleback relativ gut ist ein Witch Doctor tatsächlich. Ja, doch, ja. Kommt halt auf sein Positioning an, aber sie haben halt auch mit der Stampede und der Ravage durchaus genug Möglichkeiten hier für ein gutes Positioning zu sorgen für den Witch Doctor. Und ja, Bristleback hat den Damage, aber Ghost Scepter und Death Ward aufsetzen. Vielleicht mit einem Arganims, hoffentlich mit einem Arganims. Und dann ist es gut. Scarlet Mage wird hier wieder auf der 5-Position gespielt werden. Witch Doctor wird versuchen, den Arganims zu bekommen. Letztes Mal, ich gehe halt ziemlich stark davon aus, dass Witch Doctor von Mittensoff gespielt wird, der letztes Mal den Ogre gespielt hat und doch einen 22 Minuten relativ gutes Arganims rausgeholt hatte. 22 oder 27. Anyway, ziemlich zeitliches Agar. Und wenn das jetzt dieses Spiel wieder funktioniert, besonders weil Witch Doctor auch ein bisschen besser farmen kann als das Ogre, aber bis das Küche ist, könnte es ganz gut funktionieren. Und ja, Supports alleine farmen. Slark. Von Team Sojasauce. Okay, das. Man muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass er nicht gecatcht wird. Oder ein schnelles CP hat. Dann. Ja, Slark sollte auf jeden Fall mit Scarith Mage Witch Doctor kurz einen Prozess machen.
Kommt ganz natürlich wieder auf sein Timing vom Dark Pact und dem Silence an. Aber sollte eigentlich okay sein. Wir haben halt nicht so viel Reliable Stunts, wenn der Cent nicht da ist. Dementsprechend sollte hier Slark nicht so einfach gebürstet werden. Nämlich so ansonsten halt, Slark kriegt einen Stun ab und dann einen Mystic Flare auf den Kopf. Aber erstmal nicht. Pack auch wieder gebannt. Hat im letzten Spiel doch relativ gut funktioniert. Hat am Anfang seine Lane schwer verloren, aber ist gut zurückgekommen. Tja, ich würde ja auch mal gerne wieder, also gerne irgendwann mal einen Witch Doctor Core sehen. So ein, keine Ahnung, wie ein Silencer gespielt und dann halt irgendwie so ein 15 Minuten Arganims, 20 Minuten Level, oder ja, 17 Minuten Level 2 Arganims. Das Death Ward wäre ziemlich geil, aber ich glaube nicht, dass wir es sehen werden. Storm Spirit überrascht mich, Ogre Magier Shadow Charm, da will ich keinen Storm Spirit picken. Aber naja, für die Soul-Sauce fehlt halt noch die Mitte. Und für Genuine Dota scheint es die Mitte zu sein oder ein Carry. Ich glaube, Tidehunter oder Cent, einer davon geht in die Mitte. Und es ist ein Ember Spirit für die Mitte. Na gut. Ember Spirit Mitte und Tide oder Cent wird gefarmt. Und Ember Spirit Carry, Scareth Mage bitte. Nein. Tidehunter Support. Tja, Ember Spirit. Ziemlich viel Nahkampf. Bin mir nicht sicher. Ich denke mal, dass Ember Spirit in die Mitte gehen wird. Ich glaube, Titan offline und Centaur wird gefarmt. Kann ich mir jetzt am besten vorstellen. Wenn ein Blink auf den Centaur mehr anfangen kann als ein Blink auf den Titan. Zumindest ohne zu committen. Vielleicht farmen sie auch einen Witch Doctor. Oder vielleicht farmen sie so ein bisschen. Keine Ahnung. Tide Witch? Nein. Wäre viel möglich, aber ist nicht. Mitte Phantom Assassin, Ember Spirit. Freut sich eigentlich auch darüber. Ist gar nicht so ein schlechtes Lineup für Ember. Hätte schlimmer kommen können. So Viper-mäßig. Klar ist es gebannt, aber Fernkampf-mäßig wäre da durchaus noch viel drin gewesen. 4 Nahkampf. Ja, nur Nahkampf-Carries. Das wird... Ach Gott. 4 Nahkämpfe auf TSS. 3 Nahkämpfe auf Genuine. Das wird ein Blutbad. Blutbad. Okay, diesmal Radiant auf der Seite von TSS. Wir haben als Support den Shadow Shaman und Coffee auf dem Ogre Mantle. Love Jailoid in der Mitte auf der Phantom Assassin. Lockdown auf der Offlane Bristleback. Und zu guter Letzt Telekom. Bisou auf dem Slark mit dem schönen Haifisch-Set. Was immer relativ cool ist. Passt sehr gut zu dem Slark. Zugraf nimmt den Titan sich auf die Offlane. Beerman Pick auf dem Scareth Mage zusammen mit einem Support. Da haben wir einen Mittensoff, genau, auf dem Witch Doctor in der Position 4 wahrscheinlich, in der Mitte. Haben wir Mastermind auf dem Ember Spirit, zuletzt Zoo auf dem Genuine Zoo Center Warrunner. Ja, ein cooler Zoo, weil ja, Zoo und Centaur könnte eigentlich auch in einen Zoo passen. Wobei allerdings der Slark im Haifischbecken halt auch ganz gut im Zoo passt. So, mal gucken. Zugraf kommt ein bisschen spät. Wird einmal komplett drumherum gehen. Aber wird hier... Ups. Ja, okay. Ja, das war halt bitter für ihn. Er hat jetzt nicht wie im letzten Mal einen krassen Anfängerfehler gemacht, den Wort zu stellen, aber ist halt um die Ecke gekommen. Den zu warden hat im schlechtesten Zeitpunkt Slark getroffen. War schön gedacht. So von wegen, okay, ich bin zu spät. Also mache ich halt den hier. Aber knapp zu spät. Von daher hat er hier den Ward bekommen. Hätte aber auch sonst, wenn er ein bisschen früher gewesen wäre, da ja auch nicht gepasst. Einfach weil Slark ihn dann halt auf der Rückfahrt gesehen hätte ohne Ward. Und dann so, okay, was macht er hier unten ohne Ward? Und dann ganz klar hier den Ward setzen. Ist dann auch nichts, ist halt auch relativ einfach. Mal eher hier in die Richtung, ein bisschen lockerer. Bin mal gespannt hier, ob es in der First Blood wieder in der Mitte gibt. Hat auf jeden Fall hier schöne Blocks und haut einiges in Damage raus. Aber natürlich Follow-up nicht da. Erstmal holen. Tatsächlich nur 2 geschätzte Tangos im Gegensatz zur Salve. Daher war das Traden vielleicht nicht so perfekt hier. Es hat auch ein bisschen Damage einstecken müssen.
Geht halt auch erstmal für Ogre auf den Harris erstmal. Auch kein Anchor Smash Level 1. Weil, naja, wenn er zu nah dran ist, wird er geshackelt und gekillt. Beide sind jetzt hier wieder low. Und hier kommt auch schon die erste Rotation. Die Frage ist halt, ob er schnell genug kommt. Und Minsov hat erstmal nach oben gegangen. Das ist bitter. Da hätte er durchaus was machen können. Hat tatsächlich noch gesmoked. Alles oder nichts. Und mal schauen, ob Phantom Assassin da in den River runtergeht. Bisher gibt es noch keinen Grund, aber die Lane pusht. Und Mastermind ist low und bleibt auch weiterhin low. Aber zu spät. Mastermind könnte hier First Blood bekommen. Schön, aber der Stun trifft nicht weiter. Und eventuell der nächste Jump. Kein Mana. Das ist bitter. Könnte ich vielleicht um die Rune kämpfen. Aber das... Das hat auf jeden Fall TSS hier gewonnen. Lloyd hier hat prinzipiell halt den Support ab, busy gehalten. Braucht aber auf jeden Fall jetzt hier auch Rotation. Rotation. Regeneration. Zugraf findet hier tatsächlich auch auf der Bottomlane die Rune. Relativ gut Double Damage auf Witch Doctor. Ist auch okay, wenn der Bristleback hier weiter hochgeht. Das tut er jetzt. Frage ist, ob sie da Go machen können. Ja, Go wird gemacht. Schau mal, wie sie das angehen. Zeus ist halt relativ low, von daher glaube ich nicht, dass er da hin und rein kann. Aber Double Damage von Witch Doctor, vielleicht sollte er seine Kaste werfen. Ja, dann hätte ich sie noch bouncen können, aber das reicht auf jeden Fall für den Kill. Human Pick mit dem Arcane Bolt. Secured sich den First Blood Kill und hat damit Boots und einen Flying Courier. Mitte hat sich passiv beide wieder hochgereckt. Ember Spirit, ja, hat immer noch nicht seine Bottle. Im nächsten Kill wird es das geben, hat aber relativ viele Denies. Aber es ist sehr even in der Mitte. Wird jetzt seine Bottle bekommen mit der Grief Wave. Wieder hochbotteln. Auf der anderen Seite Lloyd hier wird auch die Bottle bekommen, wenn er dafür geht. Weiß ich nicht, ob er das für nötig findet. Weiß ich nicht, würde ich jetzt eigentlich auch nicht machen, denn so viel Mana braucht er da nicht. Das Gank in der Mitte kommt. Kommt drumherum. Sollte ein Kill sein, ja, ist ein Kill. Und, whoops. Schöner Jump, aber wirklich. Mastermind holt sich den Last Hit. Reicht nicht ganz. Bottle ist da. Und 0 zu 2 mal wieder für Genuine. Aber immerhin nicht vom Safelink Carry. Tja, Grafenweise können wir uns angucken, aber ja, Kills, ne? Schöne Sprungfunktion fast. Aber sehr, sehr even hier in der Zeit. Guck dich das mal an. Das ist ja wirklich. Na, jetzt schon even, aber richtig, richtig even. Cool, so einen kompletten Grafen zu sehen. Ja, ich glaube, Zeitender kann hier nicht hoch. Muss hier einmal den Walk of Shame drumherum zu nehmen. Und Bristleback wird hier gestunt. Von vorne einen Double Dash. Oh, das ist auf jeden Fall genug Damage. Und mal wieder ein Arcane-Bolt heute von mir, Manpick. Secured den Kill. 2 zu 0 für ihn. 2 zu 0 zu 1 für ihn. Ja, damit er halt auch den King gemacht hat. 100% Kill-Beteiligung. Mastermind macht hier ein bisschen Action auf Lloyd. Aber der hat jetzt die Bottle. Und ist somit erstmal auch okay. Kann halt auch damit halt auch seine Spells spammen. Und kann auch einfach mal ein Go machen. Mit der Bottle. Da genug Mana. Hier ist jetzt einfach mal ranspringen. Bisschen Harassment machen. Oh Gott, mit dem. Ja, mit dem. Oh, ganz knapp. Ich hab von der Animation gehört, aber es reicht nicht. Ja, die Stampede ist ein Ticken zu früh gewesen. Bottle aber jetzt hier hoch und ist damit okay. Kein Mana mehr von den Supports, die trotzdem noch in den Tower reinlaufen, okay. Ganz knapp, aber prinzipiell schönes Stampede, die ihm da das Leben gerettet hat auch. Ja, ein bisschen zu früh, sonst hätte er dann noch als. Hätte er noch aus dem Stun rauslaufen können, aber ohne wäre, glaube ich, genau im Tower gestunt werden, von daher. Retrospekt, perfektes Timing. Aber auch sehr knapp hier von Mastermind. Eine Aggressive Stampede hätte da tatsächlich sogar den Kill genommen. Aber das Problem ist halt auch. Ihr habt's gesehen hier. Lloyd hat. Also die Phantom Assassin hat gar keinen Damage gegen Ember gemacht. Poor Man's Shield und dann 61 Damage. Da hilft es halt auch mit der Attack. Bonus Attack Speed, dass er halt irgendwie doppelt so schnell angreift. Nicht, wenn er einfach kein Damage macht. Und Mastermind macht Damage.
Wird schwierig. Whistleback wird jetzt hier gegankt. Wird jetzt hier gedived und wieder von vorne. Point blank. Bam, in die Fresse rein. 700 Gold nach 6 Minuten. Das wird ein relativ früher Blink, Digga. Nicht schlecht. Und hat auch ein paar mehr Last-Hits hier als der Carry von TSS. Mars-TP ist top. Okay. Haben einen Shadow-Schaden gefunden, der da doch ein relativ einfacher Kill ist. Besonders wenn er dran steht und die ganze Zeit geburnt wird. Wenn er das zu spät kommt, jetzt kommt das Beat raus. Oben wird gegangen, schon wieder von vorne. Stun und in die Fresse rein. Ogre hatte nicht ganz den Damage. Auch das Ignite, der Damage ist ja schon ausgegangen. Von daher 0 zu 6 für Genuine. Ist auf jeden Fall voraus, aber die Frage ist, wann werden die Sprees hier weg werden. Besonders halt, ob Scareth Mage hier 3-0-2 ist. Dadurch, dass er jetzt Solo-Kill bekommen hat, keine hundertprozentige wahrscheinlich, keine hundertprozentige Kill-Percentage mehr, aber auch Subra schießt es hier rein. Macht nur Ravage. Ja, okay. Bottle hier hoch ist okay, wäre auch so okay. Der Ravage bin ich mir nicht ganz so sicher, was er damit wollte. Wäre, glaube ich, auch so weggekommen. Besonders halt mit dem Anchor-Smashen weglaufen. Wäre okay gewesen, aber viel Damage down. Das macht einfach kein Damage drauf. Jetzt ist hier Scareth Mage da nicht ganz Level 6, obwohl er einige Kills hat. Aber die Last-Hits sind natürlich nicht erstmal vorhanden. Damit Damage-Rune. Muss der Shadow-Schaden picken? Oder nicht. Weiß nicht, worauf er wartet. Also Titan, er könnte halt sie forcen. Jetzt bekommt sie PA. Was relativ schlimm ist tatsächlich für Jenny. Von daher weiß ich nicht, warum Zugraf die hier nicht genommen hat. Jetzt hat Shadow Shaman sie doch genommen, aber hätte man vorher forcen können. Tja, Rizzleback 04 hat auch noch nichts, nicht mehr Boots, wofür er jetzt Geld hat. Was dann einfach noch ein bisschen Go, ein bisschen Damage machen, aber gut gesehen, Shadow Shaman schnell rausblinken mit einer Double Damage Rune und dem Damage. Zwar ist Level 3, aber trotzdem hätte das wehgetan. Ja, Central Ward zahlt sich schon aus. Zugriff kann sich da relativ sicher sein, dass er es gemacht hat. Aber Stampede benutzt, um Mastermind zu retten und tatsächlich hier noch fast wegzukommen. Aber nein. Eintritt. Siege des Schicksals von Mastermind. Könnten hier aber tatsächlich Go machen, wenn jetzt die Cast kommt. Bounced jetzt hin und her, aber nein. Cast Level 3. Bounced hin und her. Geblockt ist es, hat er gepinkt. Aber jetzt haben sie halt auch schon Mastermind aufgegeben. Ember Spirit in der Mitte. Einiges an Gold und XP hier für die Phantom Assassin gegangen. Und es war ja auch im letzten Spiel schon. Ja, der Weg, wo sie zurück sind. Oh, sehr, sehr greedy Sentry Ward. Sehr knapp, wenn er halt hier gewesen wäre oder so. Dann hätte das nicht so einfach gegangen. Aber haben ihn gefunden. Rotieren jetzt nach unten. Blink Dagger für Center Warner ist vorhanden. Aber anscheinend hat das Slug gehört. Oder? Ja, sieht nicht so aus. Ravage ist da. Von daher, Centaur Warner sollte jetzt eigentlich zwei Kills werden. Centaur ganz da. Links dann. Oh, zu spät. Zu spät. Zu spät, zu spät. Wird hier wahrscheinlich nicht wegkommen, weil Blink gleich wieder da ist. Supports folgen dem Falschen. Ah, und kann sich hinterm Tower verstecken. Bittere Sache, dass er da nicht schneller hinterhergegangen ist. Titan hat halt Go gemacht ohne ihn prinzipiell. Er ist zu weit hinten gewesen. Wir versuchen es jetzt nochmal. Und kriegen immerhin einen Kill. Aber trotzdem Ravage für nichts im Endeffekt. So, und weiterhin unten ein bisschen Action machen. Centaur ist da und Centaur hat noch Mana für einmal. Dann Mana Boots sind noch
ja, sind vorhanden vom Witch Doctor, aber es dauert noch. Und daneben. Aber Carsten bounced hier richtig schön hinterher. Aber es hilft nichts. Witch Doctor muss jetzt gucken, ob er hier wegkommt. Ah, schöner Stun auf 2. Double Edge auf 2. Und jetzt fehlt er die Ravage, ne? Und damit ist das Schicksal auf dem Shadow Shaman gebastelt. Ogre sollte hier noch Down bekommen. Blink ist da, Stun ist da. Könnte vielleicht sogar auf den Slug gehen. Aber nopes. Bristleback ist jetzt hier. Sollten wir aufpassen, vielleicht nicht zu viel geben. Das ist halt auch schon 1 zu viel. Und erstmal den Death Roll ausgepackt. Allerdings wird hier nicht gedeift oder was? Was soll denn das hier auf dem Titan da? Bisschen low gegangen, aber jetzt feedet zu oder was? Einfach nur, weil sie ihn hier alleine lassen. Also dann müssen sie aber schon dran, Genuine. Titan da. So low ist er nicht. Und das geile Fleck will ich nicht rein. Feeds! Das Team lässt einfach die Leute alleine hier. Krass. Also overextenden war das halt nicht. Nachher doch ziemlich starke hier, die Spots lassen einfach die Cores alleine. Krass. Schöne Regeneration Rune, wunderschön abgebrochen. Schön gemacht, das können sie da eventuell, ja. Das jetzt hier das Speed benutzt werden, aber einfach Speed kommt rein, schöner Stun und schön executed. Finden hier noch mehr, haben sogar zwei hier. Der von den Creeps noch relativ low wird. Finden noch einen Slug. PA geht auch down, das ist bitter. Zum Chains sind da, aber zu kurz. Und eventuell nochmal, nein. Findet hier nichts. Aber schöne Mulgissen. Zwei wichtige Kills genommen. Besonders für die PA. Einiges an XP für die Leute gegangen. Und 13-2. Das sah letztes Spiel ähnlich aus. Auch auf den Last Sets, wie man hier sieht. Wir haben halt immer zwei vorne von Genuine. Aber dahinter ist halt direkt TSS. Und die Kills. Ja, am Anfang geht es, aber die werden dann ziemlich schnell wieder um. Ihn herumschreiben, sondern auf den Embers Bridge, der einer von den Killen ist, war halt auch eine Spree, von daher doch einiges wert. Gut. Manchmal finden wir uns aber auch ziemlich viele. Aber das war letztes Spiel. Ja, bei Genuine ja genauso. Tja, die Grafen sagen wieder halt einiges. Sind noch nicht so weit zurück wie letztes Mal, weil halt auch dieses letzte Mal ein Lightning dabei war, wo das Pushen ein bisschen einfacher war. Und jetzt ist hier noch kein Tower verloren. TSS, obwohl sie 12 Kills hinten sind, nach knapp 12 Minuten. Also Minute 14 Kills für Genuine. Ist halt einiges. Embers Bild findet hier den Whistle weg. Aber sollte eigentlich kein Kill werden. Stampede wurde hier eingesetzt, aber oh, schön rein. Nein, vielleicht hätte man die Double Edge von vorne machen sollen. Dann wäre das auch ein Kill gewesen. Aber Lockdown dreht sich um, geht zurück und bezahlt das mit seinem Leben. Mastermind ist noch da und jetzt, glaube ich, gehen sie dahin. Schade, das war ein bisschen schwer daneben, aber auch schöner Death Ward, der halt auch die PA geholt hätte. Wenn es noch nicht war. Damit kommt die Canebolt, aber nein. 4-0-6 wäre zu viel für den Gareth Mate, von daher Mastermind holt sich da den Kill. 2-2 und das sollte der Tower werden, aber auf der Bottomlane, Slug pusht halt genauso schnell. Haben wir zwar einige Kills dafür bekommen, aber zumindest die Rotation hat sich gelohnt von den Kills, aber ein Tower mit dem Trade, was ziemlich gut für TSS ist. Ha, what? Okay, nevermind. What? Oh man, Damage dann 300, ja, Slug ist low gewesen. TP rein, Ravage tot. boy, anticlimatic. Na gut. Mag sein, individuelle Fehler werden ja immer mal gemacht. Overextended wollte unbedingt einen Tower haben, weil sonst hätten sie nichts bekommen. Aber so haben sie nichts mit noch ein bisschen mehr negativ bekommen. Die Board hier seid vor allem anders, nämlich hier ein Go, was da direkt gemacht wird, oder ist ein bisschen weit vorne. Das finden wir ja dieselbe Situation auf der letzten Seite, nur dass bei Genuine Seite da mitten so ein bisschen zu weit vorne war, gerne an genau dieser Position, oder auch genau in dieser Position geblinkt. Na gut. Ah, von hinten kommt hier Titan da rein, das war jeder andere noch. PA ist da 5 Leute drin. Nicht ganz so gesund.
Aber hey, T1, die Rotations kommen von hier. Von hier. Also wirklich von jeder Seite in den Himmel rein. Oh Mann. Die Arme. 20 zu 2. 18 Kills vorne. Jetzt haben sie die 10K-Netwürfe überschritten. Aber, naja, stellen sie Wards hinten hin. Oh Gott. Wir haben noch keine Wards, das ist halt auch bitter. Das Boss ist ein bisschen unterlevelt. Ich bin Level an. Okay. Ich glaube, Respekt hat jetzt kein Problem. Aber immerhin kriegen sie einen Scarif. Mensch, ein Megakill Streak von 400. Gold tatsächlich. Klar, Zu auf dem Center Warner hat auch noch den Shadow Charm bekommen, aber. Das war ein bisschen was an Gold. Ja, 700 Gold. Das ist doch einiges für die beiden Kills. Für den einen Kill. Und eventuell kriegen sie noch mehr. Immer Spirit. Kriegen Kidney Slug. Und ich glaube, oh, schön ausgewichen. Die Frage ist halt, ob es reicht. Es kommt rein. Schöner Turnaround hier mit den Chains. Und richtig schöner Turnaround. Spielt von Mastermind hier, dass er sich umgedreht hat, dass er noch die Chains gemacht hat. Und dann es ermöglicht hat, hier zu turnen. Das Battlefield dauert noch ein bisschen, aber natürlich hat er auch noch auf Faceboost und Drums, wie man es halt so vorher macht, gespart. Von daher wird das hier in, ja, wahrscheinlich eine Minute in Battlefield das erste sein, was richtig gut im Timing ist. Jetzt haben wir schon wieder einen Shadow Charm gefunden. Und Center Warner ist hier vielleicht ein bisschen. Es. Ja, nee. Was? Ach Leute, diese Ultis einfach benutzen und wegwerfen. Das überrascht, dass das Witch Doctor doch mit 0-1-11 doch anscheinend eine 5 gespielt wird, tatsächlich hier. Items to Scarith Mage. Halte ich für eine Fehlentscheidung, definitiv. Also, das Witch Doctor Ulti ist halt einfach viel zu stark für dieses Spiel. Dann müssen sie sich in Ärger holen. Holt sich noch ein paar Kills. Ist relativ low, hat auch kein TP. Aber wenn sie es hier mit das Perseverance holen, hat ein Battle Fury, kann sich dann ein TP vielleicht geben lassen. Und dann einen schönen Remnant-TP machen. Aber halt auch Hälfte des Lebens wieder mit der Bottle. Illusion Rune liegt oben. Mit der Warner findet man wieder den Slug. Ah, das ist richtig bitter. Ach was, hier links, oben, rechts, unten, die sterben alle. Oh Gott, es kommt wahrscheinlich bald sogar das Frust-GG einfach raus. Venom Assassin ist jetzt hier drin, aber ist halt auch schon relativ low. Scarif Mage hat sein Ulti, aber hat kein Follow-up dafür und könnte jetzt hier aber eventuell. Ja, richtig cool. Ich dachte auch, jetzt macht das genau auf sich, weil er weiß, dass sie blinkt. Aber helfen tut's nichts. Radiance T2, 27 zu 4, das ist einiges. Report Sky for Feeding, aber echt. Hallo, wie viel ist es? Wie viel Prozent des Kills ist es hier? Sky 02, ja, Feeder. Die Hälfte aller Kills. Mann, 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 Mann. Radiance Bottom Tower is under attack. Ja, aggressives TP kommt rein. Ravage kein Gold. kein Mana für Ravage. Yes, ist die. Ist Mana da. Ravage wäre da, aber eigentlich. Wollen wir es nicht. Ah, schöne Dark Pack. Sonst wäre das definitiv getrennt worden. Und jetzt. Kommen die Throws wieder. Ja, zu dritt. Zu dritt ohne Mana für Ravage dann halt da drin zu stehen, ist vielleicht nicht so nur die Idee. 3000 XP. Knapp 3000 Gold Change Änderung. Zip, und dann geht's wieder hoch. Hui. Hallo. Aber finde ich die Double Damage Runde, könnt ihr sogar so umdrehen. Aber finde ich eher nicht. Ich könnte jetzt umdrehen. Und. Ah, es reicht nicht ganz. Bats. Und so dürfte ihr auch noch down gehen. Bounce schön, aber damit können sie reinhauen, aber sie sind noch 4. Ja, dass sie nicht overextenden. Genau wie jetzt. Oh, Leute. Die Shell Bounce, da kommt der frisch gespawnte Zentaur wieder rein. Mastermind läuft zu Fuß. Hätte vielleicht hier durch den TP noch ein paar Kills bekommen können, besonders weil wohin sollen sie gehen. TP ist halt vorhanden, TP hier ist halt auch vorhanden. Aber falsch geblinkt.
Mit Stockdown an der 5. Nicht, kommt gar nicht drauf klar. Das ist so gut, das Ulti. Ah, was wohl, kommt jetzt die Steine schneiden. Hat den Weg ab. Ulti mal wieder hingestellt. Nicht, dass es nötig wäre, aber. Und finden hier tatsächlich ein PA. Ja, sich vorher noch ein paar Leute snackt. Schön auch gemacht, dass sie den Mitch-Doktor-Kill einfach gesehen hat. Und noch schnell den Kill geholt hat. Aber ja. Doch ein bisschen was für Genuine, da einige hier doch sogar eine Streak, glaube ich, angesammelt hatten. Und damit hat es nicht die Kills geholt haben. Na gut. 31 zu 9. Genuine hat jetzt ein bisschen gefeedet gehabt. Hat einige Kills hergegeben. Scarif Mage war halt auch wieder dabei, der Feeder. Aber auch Witch Doctor, die alle Supports hier mit 3 Kills. Aber 1-9 auf dem Blüssel weg. Ja, Mann. Es ist kein schönes Game, um auf der Seite von TSS zu sein. Sie sind noch drin, sind noch gar nicht so weit nach hinten. Gucken wir uns mal den Networth an. Er ist gewaltig auf der Seite von Mastermind hier, auf dem Ember Spirit. Aber der Rest. Ja, Slark und PA. Okay. Validieren wir das Ganze. Slark und PA haben halt auch. Also, wir können Supports poppen, aber sonst auch nichts. Und dafür ist Control da. Wenn wir den Rest ist halt wirklich Feed. Und Slark stirbt hier. Okay, dann wohl doch nicht. Was? Ein Relic für Sandalo. Okay. Für Radiant oder lieber? Schöne Relic hier tatsächlich noch. Tatsächlich die Leute noch trifft. Der Burn poppt den Slark. Lockdown geht mal wieder hier down. Schöne Wardrap. Aber im Endeffekt hilft es nichts, außer sich schneller zu killen. Was ein Zeitpunkt, dass der Stream down geht. Okay. So. Wunderbarer Zeitpunkt. Außer das hier mit dem Ash. 36-9. Beyond Godlike. Tja, das war ihr letztes Game. Wenn das halt wieder abgibt, dann kommen halt hier einer von denen wieder ins Spiel zurück. Ich meine, das ist ungefähr eine 1000er Streak. Networth, ja gut. Dauert noch ein bisschen, bis sich das auszahlt. Slark hat eine Midas. PA ist auf dem Weg zum BKB. Wenn sie die Killstreak bekommt, hat sie das BKB, aber ja. Easy Radiance Centaur. Because why not? Ja, guck mal klar. Ja, man hat halt auch bei dem. Kann halt auch solche Dinge halt nicht über zwei Seiten umbrechen, weil. Muss. Ja, bei Chatten wird das umgebrochen, bei diesen Ansagen, diesen Altansagen nicht. Ich glaube, da müsste Wolfe das mal ändern. Wäre eigentlich Radiance. Ja, sieht irgendwie scheiße aus, wenn es umgebrochen würde, aber so ist es halt ein bisschen doof, aber ich glaube, jeder weiß, was das gemeint ist. Wenn man nicht gerade so einen langen Namen hat, dann geht das wahrscheinlich auch. So, Roshan für Mastermind. Das ist ein großes Streak, um die halt einfach so abzugeben. Wird vielleicht seinen Bottle damit verkaufen. Waffen bei so 20k, ja, ja. Man sieht es, Genuine sind vorne. Prinzipiell glaube ich tatsächlich, dass TSS hier nur drin bleibt, weil sie im letzten Game gesehen haben, dass es halt durchaus eigentlich noch möglich ist. Aber es ist halt ein bisschen schade. TSS hat ein letztes Game so gut gespielt und sind jetzt aber noch so gut im Spiel drin. Obwohl es halt so weit voraus ist von Genuine. Dass sie halt immer nur ihre Skills quasi von hinten zeigen müssen. Im Midgame. Und das ist halt. Das ist halt schade. Ups, ich glaube, hier ist ein Wort. Kurze Ansage. Hallo! Und easy kurz aufs Geld.
aber da ist die Ravage und da ist Death everywhere. Ja. Easy im Bristleback chasen, in dem Szenario ist es gut. Easy auch mal kurz das Ulti daneben stehen. Ultra geben. Mal wieder für Mastermind. Ja, hier. Batz, Batz, Batz. Aber ja, GG für TSS. Das hat auch irgendwie keinen Sinn mehr. Muss ich zugeben. Schade, dass sie halt immer nur von hinten spielen mussten, sich gut gehalten haben, aber es hat halt nicht gereicht, wenn sie so weit hinten waren. Müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen an ihrer Landing Stage arbeiten, dass es halt nicht so katastrophal zurückgeht. Ich meine, letztes Game war es halt auch schon, sie hatten Tidehunter, sie hatten gute Lanes, richtig gute Lanes. Und trotzdem so komplett auseinandergefallen in der Landing Stage. Klar liegt es dann auch an Genuine. Besonders hier Master mit den Zugraf, die Stand-ins sind, okay. Auf jeden Fall individual Skill richtig hoch, hat man noch gesehen, um die Plays überhaupt zu machen. Aber ja, TSS müsste ein bisschen an dem Early Game machen. Gut, dann ist jetzt hier für eine Stunde 15 Pause. Bis 20 Uhr geht es weiter im Spiel. Hier, lass mich gerade ein Aragorn gegen Roevo. Kann sein. Kurz nachgucken hier. Ja, genau. Roevo gegen Aragorn. In der Gruppe A dieses Mal. Schauen wir da mal rein. Ja, in der ASL Thinkfast Razor League. Vierte Gruppenphase. Wir sehen uns wieder um 20 Uhr. Ich lasse ein bisschen Musik laufen. Bis dann. Auf Wiedersehen.